Die Pillar Brothers sind ein katholischer Orden, der sich in verschiedenen Städten in Indien um die Ärmsten der Armen kümmert. Sie werden seit vielen Jahren finanziell von den Indienhilfen aus Deutschland und auch der kleinen Bühne in Landau unterstützt. Die Indienhilfe aus Deutschland unterstützt unter anderem das Hostel für 400 Mädchen, das die Pillar Brothers und Pater Franklin in Shanti Nagar, Bhopal im Bundesstaat Madhya Pradesh betreuen. Die Kinder stammen aus den umliegenden Slums, aus der früheren Leibeigensiedlung oder auch direkt von der Straße. Hier im Hostel haben sie einen geregelten Tagesablauf und zwei warme Mahlzeiten am Tag. Mein Name ist Amelie Krebs. Ich komme aus Deutschland, aus Osnabrück. Und ich bin jetzt seit 6 Monaten hier in Indien, in Bhopal, und mache einen Freiwilligendienst über das bis zum Osnabrück. Ja, und über weltwärts. Also wir werden... ja, wir werden vom Bistum und vom deutschen Staat, also von weltwärts unterstützt. Und um hier unseren Freiwilligendienst zu machen, ich lebe im Nishkalanka Girls Hostel, das ist auch in Bhopal, in Shanti Nagar, und bin dann nachmittags mit den großen Mädchen und spiele mit denen, übe manchmal ein bisschen mit denen Englisch, aber bin auch einfach viel nur da. Um halt für sie da zu sein und nicht so die Lehrerperson zu sein. Jedes Jahr haben junge Menschen die Möglichkeit, für ein Jahr einen Einsatz über den Freiwilligendienst im Ausland zu verbringen. Unterstützt und organisiert werden diese Einsätze vom Bistum Osnabrück. Hafer for breakfast. Die Vorratsräume sind gut gefüllt mit Hafer, Reis und Linsen. Hafer. Nein. Ja. Dal. Dal. Das Gemüse kommt aus dem eigenen Garten direkt neben dem Hostel. Der Weizen für die Chapati, dem indischen Brot, wird in Handarbeit von Verunreinigungen gesäubert. Der Weizen wird in der eigenen Mühle gemahlen und dann für die Chapatis von den Mädchen ausgerollt und gebacken. Oh, Chapata, Chapati. How many chapatis? More than 3,000, I don't know. Oh. You work, work. Veronica, Veronica, work. Too many. Don't go to the Yeah. Die Wäsche wird von den Mädchen mit der Hand gewaschen, egal wie alt sie sind.
Spiele wie Schulaufgaben werden bei schönem Wetter im Freien auf dem Hof des Hostels gemacht. मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे मुझे खोने के बाद एक दिन कल गुस्सा ना इसको तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिले मुझसे चंचल तुम बताना इसमें याद करोगे Im Speisesaal gibt es keine Tische oder Stühle. Die Kinder essen im Stehen oder in der Hocke mit den Händen vom Blechteller. Lecker, 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 lecker. Oh. Hallo. Kitchen. Ja, ja. Was, lecker Reis. Reis. Ah, jetzt smell. Oh, smell the fire, smell. Ja. Agri-like. How many people sleep here? Here, somewhat 35, 40, 75 students. Ja, sleep here. Ja. Ja. Handys sind in der Schule und im Hostel nicht erlaubt. Und so beschäftigen sich die Mädchen auch mal mit ganz einfachen Spielen, einfach mit Steinen. Die Kinder sind glücklich und froh, ein Dach über dem Kopf und sicher etwas zu essen zu haben.